Bei dieser Joggingtour lief ich vom Parkplatz bei der Breitensteiner Bäuerin an vielen Höhlen und Grotten vorbei zum Ossinger Hoch, der mit 651 Meter Höhe der höchste Berg der nördlichen Fränkischen Alb ist. Über etliche weitere Berge und einer weiteren Grotte ging es dann zurück zum Ausgangspunkt der Tour. Hier an diesem Parkplatz beginnt meine Ossinger Tour. Und hier beginnt gleich ein schöner Trail. Ein richtiges Loch. Ist eingezäunt, weil man da abstürzen könnte. Höhle und nennt sich Breitensteiner Bäuerin. Also diese Höhle ist immerhin 44 Meter tief. Das ist schon ganz schön imposant. Ist die nächste Höhle, die ist bis 30.04. noch zu. Müssen wir nochmal her. Richtig schöne große Grotte, da bin ich jetzt gespannt. Durchgangsgrotte. Sehr beeindruckend hier. Neuhaus mit Burg da hinten. Der linke Berg ist schon der Ossinger. Einmal im Kreis gelaufen, bin wieder bei der Grotte. Aber jetzt geht's dann weg von der Grotte. Da war ich vorhin oben, oberhalb der Grotte. Die nächste Höhle. Sieht so nach Spaltenhöhle aus. Wie schon diese Bäuerin vorhin. Ich glaube, hier ist alles durchlöchert wie Schweizer Käse. Hier muss man aufpassen. Ist der untere Teil der vorigen Spalte vielleicht? Kann man hier durch? Ich weiß es nicht. Nur irgendein altes Zeugs von die Amis. Wahrscheinlich von irgendeinem Manöver. Jetzt sehen wir den Ossinger schön. Am Ossinger ist eine hohe Aussichtsplattform, auf die ich nun hochgehe. Welch ein schönes Blau. Nun geht es auf den Gipfel des Rehbergs hoch. Gipfel des 591 Meter hohen Rehbergs. Hier besteige ich querfeldein einen weiteren Berg. Schau mal, vielleicht kommt man hoch. Das Seite wäre natürlich deutlich leichter hochgekommen. Aber ich denke, jetzt schaffe ich den Gipfel hier. Am Grat müsste man eigentlich gut hochkommen. Wieder einen Gipfel geschafft. Hier geht's ganz schön runter.
Die letzte Attraktion dieser Tour ist die Mysteriengrotte. Eichelgarten Ponor. Das ist eine Art Trockenbach.